Jo und hallo! Herzlich willkommen bei mir, dem Digi-Helden. Wir haben hier eine, wie nennt man das bei Insekten? Ein Schwarm. Ziemlich großer, Spinnen. Oh fuck, das war ja klar. Eine musste mich erwischen, wenn die jetzt irgendwie alle loslegen. Ja, jetzt hauen sie alle ab. Oh, Mist. Oh, alter Vater, ihr habt's drauf, wa? Oh, oh, Alter, da kommt Mama-Spinne oder was? Ich habe aber keine Lust auf Mama-Spinne. Muss ich jetzt hier meinen Waldkauz für rausholen? Sehr gut. Oh, Alter! Scheiß die Wand an. Mit Mama Spinne ist nicht zu spaßen. Boah. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Oh, oh. Ja, danke. Danke. Als Mist. Oh nein. Oh. Also bringt's nichts. Emma, rauf da. Tja, du kommst zu spät. Mama Spinne. Ist ein bisschen zu spät. Die ist aber. Boah, jetzt hat sie mich wieder nicht. Mist. Schlecht. Oh! Okay. Das ist doch. Daneben. Was ist das? Papa-Spinne? Alter, das ist. Hier hat man nicht ein bisschen Lebensenergie verloren im Mistkerl. Auch nicht. Na komm schon, bleib dran! Jetzt nur noch du und ich, Herbert. Oh, Mist, Herbert ist nicht dumm. Oh, Herbert ist gar nicht dumm. Na komm schon. Komm schon, Herbert. Nun bleib doch mal da. Was für ein blöde Mistviecher. Könntest du mal bitte, danke. Ich treibe dich durch den ganzen Kontinent, du Herbert. So. Ha ha ha. Erwischt, ne? Voll platt gemacht habe ich den noch. Hat Angst gehabt. Hat Angst gehabt. Ja, ja, so ist das. So ist das, wenn man dem Geralt begegnet. Ich allerdings, ich so als Spieler, ich hätte allerdings auch Angst, wenn ich Geralt begegne. Ne? Also selbst wenn er so wäre, wie ich ihn spiele, ja, er ist ja schon eine Natur, die das eine oder andere Leben beenden würde. Da lang. Ja, das ist genau der Weg, den ich in Erinnerung hatte.
Aber ich habe das Gefühl, ich muss erstmal eine Nacht darüber schlafen. So. Und ich hau mir mal meine letzte Zwiebel im Kopf und danach kommt Pflaum. Meine Fresse, also da muss ich sagen, dat, oh, das gibt ein Konzert. Und wieder hier hochstratze, das ist ja schon cool. Ja. Aha, der wäre ich ja voll reingefallen jetzt, ne? Wenn das nicht gewesen wäre. So, ich muss hier irgendwo runter. Und was ist das? Vor. Oh. Aha. Das sieht aber sehr mysteriös hier alles aus. Und da hinten scheint der Eingang zu sein. Da gehen wir doch mal hin. Das ist nicht mehr als einfach nur irgendwie hier Monster wegkloppen Quest. Abgeschlossen. Ja, leck mich doch am Arsch. Da hat mir der blöde Typ, wer ist der nochmal, der Kämmerer? Hat mir da irgendwie vergessen, den Schlüssel mitzugeben. Jetzt muss ich irgendwie eine andere Stelle finden, wie ich da in die Höhle komme. So Schatten ist das. Sehr schwarz für einen Schatten, muss ich sagen. So, wie sieht's hier aus? Hm. Da war doch irgendwas mit Wasser, oder? Ich kann ja auch so schlecht da runter gucken, ne? Ist das Wasser? Hm. Sieht's hier aus? Kann ich hier irgendwo runterhüpfen? Oder vielleicht gibt es hier noch einen zweiten Eingang? Fragen über Fragen. Keine Antwort. Hm. Sieht so aus, als würde es hier noch einen zweiten Eingang geben. Sagen wir meine Hexer-Sinne. Meine Hexer-Sinne. Meine Hexer-Sinne sagen, spring da runter. Ich glaube, meine Hexersinne sagen, springen da runter. Allerdings sind meine Hexersinne auch nicht ganz dicht. Es muss ja irgendwo eine Möglichkeit geben, da runterzukommen. Es ist irgendwie, ich muss tatsächlich aufpassen, wo ich hingehe. Sieht schaffbar aus. Das ist bestimmt nicht der richtige Weg. Es gibt bestimmt noch einen besseren. Aber egal. Geralt wäre nicht Geralt, wenn er nicht ein bisschen verrückt wäre. Ach, ich bin ja Geralt. Was? Das war doch gar nicht so tief. Jetzt übertreib mal nicht. Schau ein Mist. Schau ein Mist. So haben wir nicht gewettet. Okay. Na gut. Irgendwo muss es doch hier runtergehen. Hier ist diese Stelle, wo das Gitter ist. Ist ja auch komisch, dass ich da rein soll, aber die mir keinen Schlüssel da lassen. Also echt. Sieht so aus, das müsste ich irgendwie. Ich kann ja nochmal dahin, aber. Da war ja nun echt nichts, ne? Vor der Tür. Und ist ja gemeinerweise abgeschlossen. Da kann ich jetzt einfach nur noch diesen Weg zurückverfolgen. Hoffen, dass da irgendwas kommt. Ganz egal, wie stark der Mann, wichtig ist, was nachts er kann.
Oh Gott. Naja, so wie du gehst, schien der Mann einiges zu können, meine Lady. Er hat dich wohl ganz fix. Ganz egal, wie stark der Mann, wichtig ist, was nachts er kann. Naja. Naja. So wie der geht, hat er sie ordentlich in die Matratze genagelt. Na, okay. Was steht an, Katzenauge? Ich brauche einen Schlüssel, mein Freund. Tja, das sieht wohl so aus, als wäre ich diese Quest erstmal verschieben Unser müssen. Unser Blut zählt weniger als Wein. Oh, ist das ein Wegweiser da hinten? Nee, ne? Doch. Und da ist eine Schenke. Aber naja, Alkohol brauche ich jetzt nicht. Gucken wir mal uns das nächste an. Weil hier werde ich irgendwie nicht... Ach, guck mal, da ist auch noch so ein... Vielleicht sollte ich mal die anderen Fragezeichen abfrühstücken. Vor allen Dingen das da hinten. Das könnte interessant werden. Und das gehört auch noch zum Auftrag. Weil das könnte dann tatsächlich dann der Hintereingang sein, ne? Das wäre dann... Und praktisch vorne das Gitter ist dann so... Verdammt. Okay. Oh, die kämpfen irgendwie. Rette mich! Bitte, Herr! Wie lange soll ich noch? Okay. Oh, scheiße. Nein. Genau im falschen Blick. Wo ist der Hurensohn? Wo ist der Hurensohn? Wer schießt denn da? Rette mich! Bitte, Herr! Bringen wir es zu Ende. Oh, Alter. Rette mich. Okay. Ja, das war's. Sehr gut. Danke, guter Mann. Und diesmal nicht alleine. Du bist doch der berühmte Hexer, nicht wahr? Genau. Ich breche sofort zur Arbeit an der Statue auf. Man braucht mich dort dringend. One day later. Ich meine, einen Tag später. Entschuldigung. Noch einen kräftigen Schluck aus der Dose. Was war das für eine Grafik? Was habe ich getan? Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, was hier passiert ist. Und, ja. Ich bin überlastet. Och nö. Wo ist der nächste Wegweiser? Naja, ist ja nicht schlimm. Ich meine, ich habe einen Gaul, aber... Und dann sammle ich nochmal die Sachen auf und dann verkaufe ich mal ein bisschen was und dann... Ja, machen wir weiter. Tja,
dauert jetzt halt alles ein bisschen länger. Da ist noch ein bisschen was. Und the last but not least. Sehr gut, sehr gut. Und da ist Plötze. Dann kommen sie mal her hier. Beweg dich. Irgendwie muss ich da lang durch den dunklen Wald. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Der ist doch wirklich arg dunkel. Oh du Scheiße. Als hätte ich es nicht geahnt. Ja, ich weiß, du hast Angst vor Brücken. Wieso bin ich jetzt dagegen gerannt? Da muss ich doch hin. Oh Mann, du. So, ja. Wir müssen ein bisschen was verkaufen. Schweine. Überall Schweine. Aber echt? Überall? Ich glaube, ich bin irgendwie hier falsch. Ich muss mehr hier in diese Richtung. Aber eigentlich ist es auch völlig egal. Ich kann einfach Richtung Süden. Und dann sollte ich auch schon auf ein Ziel meiner... Schöne Melodie. Ach, gesund müsste man sein. Was? Wo? Ach, komm schon. Bis ich da bin, dann nehme ich mir doch... Es ist kein Held. Lieber Plötze. Weiter so, Plötze. Also in den Büchern wird er nicht schlechter von Blaviken genannt. Deswegen muss dieses Ereignis ja eigentlich noch vor ihm liegen. Aber leider habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit, um Hörbücher zu hören. Deswegen werde ich dieses Geheimnis wohl erst später, in einem späteren Zeitpunkt meines Lebens klären. So eine Kacke. Los, lauf! Vielleicht auch nie, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Das war im Innenhof, ne? Das... Komm schon! Auch ganz langsam, nicht so schnell, langsamer. Nicht, dass ich noch angehalten werde, genau. Wegen zu schnell. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Tag und Nacht am Start. Brauchst du neue Hosen? Vielleicht Handschuhe? Sag an, schmucker Ritter. Der schmucker Ritter braucht dein Bestes. Was hast du denn da? Geld. Schmucker Ritter braucht Geld. Oh. So. Naja, 5000. Nein! Ach, scheiß drauf. Ich will doch so eine schnöde Räderrüstung. Der Rechenmeister. Ich muss mal aufpassen, was ich hier verkaufe. Ah, oh, das kann aber weg. So, dann kann er mir nochmal kurz die Sachen reparieren. Ach, hier. Zack, weg damit. Na nun. Dankeschön. Und dann geht's weiter. Bis dann. Aber wie das halt immer so ist, wenn es am schönsten ist, muss man aufhören. Oh, das ist jetzt gefährlich am schönsten. Jawohl, weil sonst... Falsche für die Aufrührer. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und Frieden. 600, das kann nicht sein. Beweg dich. Das ist, Patrouille auf nüchternen Magen. Oh, grauenhaft. Das Ganze ist ja wie so ein Touristen
Zentrum, nur ohne Touristen. So ist gut. Also hier irgendwie, keine Ahnung, im realen Leben wäre das Ding ja komplett überlaufen jetzt, also in der jetzigen Zeit, so, ne? So, ich weiß jetzt nicht, wie ich da hingekommen bin. Aber ich muss ja irgendwie da oben hin. Da habe ich irgendwas gemacht. Ich habe keine Ahnung, was. Das ist ein Höhleneingang. Das war doch hier, ne? Schauen wir mal. Quest. Ist schon ein bisschen. Der Teil wird ein bisschen länger. Ja, hier bin ich zu weit südlich. Nördlich. Oh Gott. Da müssen wir hin. Wir gucken uns das nochmal an, was uns da irgendwie erwartet. Also ich denke mal, das können wir auf jeden Fall nochmal tun. 150 entfernt. Und das ist schon der nähere. Das ist so ein Turm. Na gut, dann werde ich erstmal hier hingehen. Bevor ich mich da jetzt mit den Banditen anlege. Ach, ein Meditieren muss ich auch noch mal. Das ist ja auch schon ein bisschen her jetzt mit dem Meditieren. Oh. Ah, wird. Boah. Gleich verkackt. Herrgott. Damit könnte der Mann recht haben. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Sicher ja nicht. Mann, flinkes Wieseltier. Komm nicht in seinen Rücken! Ein Leben gegen ein Leben! Ich hüpfe hier rum wie blöd, aber ich kriege nicht aus. Jetzt reicht es mir langsam! Puh, das war knapp. Du hast mich keine Sekunde zu früh gerettet. Danke, mein Freund. Hallo, ich stehe hier. Ich bin hier. Ach, zum Teufel mit allem. Ich gehe Schafe hüten. Falls sich irgendeiner mal gefragt hat, was fahrende Ritter sind, damals gab es die tatsächlich. Das sind Ritter, die aufgrund ihres Standes, vielleicht nicht dem Adel angehörten, sind halt zum Ritter geschlagen worden, aber sie hatten halt keinen hohen Stand, hatten keinen Namen oder vielleicht auch kein Geld. Und dann sind die halt durch die Gegend gezogen und haben sich halt einen Ruf erworben. Ja, und das waren dann halt, Ach du Scheiße, was ist denn hier schon? Ich wollte nicht noch ein Bein rum, ne? Ja. Und dann sind die halt durch die Gegend gezogen, um sich halt einen Ruf zu erwerben. Was viele natürlich, nicht geschafft haben. Jedenfalls nicht lebendig. Und haben halt für Recht und Ordnung gesorgt. Was ist denn für Vögel? Los, los, der hat mich getroffen, ne? Das wird ja nicht lange dauern. Ja! Oh, ja! In Deckung! Zack! Seligen Wunden! Heute kommt der Tod dich holen! So sehe ich das auch. Ja, immer rauf da. Irgendwann kann er nicht mehr. Irgendwann ist dann.
Jetzt ist es bist du da. Brüder, töten wir! Morden wir! Ja, hab ich schon wehgetan. Wie beim Tennis. Aua, aua, aua. Links und rechts. Oh, der fällt also auseinander. Wie beim Tennis irgendwie. Erst links ins Gesicht, dann rechts ins Gesicht, dann wieder links ins Gesicht. Das ist, die Nase ist das Netz und, ja. Naja, gut. Er hat es so gewollt. Also, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Sonst wäre er nicht so ein böser Mann. Oh, wir legen uns noch mal eine Stunde aufs Ohr. Was? Oh! Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Teil. Da ist noch einer. Das sind sogar noch drei. Und alles Bogenschütz. Ganz langsam, wir wollen nichts überstürzen. Hallo? Aua, 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 aua. Ja. Der hat mich dann erwischt. Dumm ist er. Du wagst es, auf mich einzuhauen? Nein. Oh Mann, oh Mann. Das tut mir leid. Und das war der Schlussstrich. Schlussstich zum Ende. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Oder beim nächsten Teil. Ciao.